What? Okay, was ist gerade passiert? Was geht, Leute? Andrew Fox ist wieder am Start. Natürlich wieder mit Skyrim. Letztes Mal waren wir in dieser Höhle. Die haben wir leider nicht beenden können. Das schließen wir heute ab, auf jeden Fall. Mich dünkt es zu wissen, was in diesem Fluss ist. Einen Moment. Okay. Wollen wir da wirklich reinspringen? Let's do it. Und wer hätte es gedacht? Nichts. Eine Fiole. Nicht viel wert, aber immerhin etwas. Es ist ein Dresser. Keine Ahnung, was ein Dresser ist. Lassen wir. Hier ist auch, ist wahrscheinlich auch ein Dresser. Ja, okay, ich weiß, was ein Dresser ist. Ich habe es im Dunkeln halt nicht gesehen. Wie geht's euch, Leute? Wie ihr seht, bin ich ein bisschen wärmer angezogen. Der Winter is coming. Deswegen muss man sich warm anziehen. Aber das sollte uns ja nicht stören. Uns auch recht angenehm. Endlich mal wieder kühlere Temperaturen. Aber who cares? Wir gehen rein. Und go. Wir schleichen wieder. Es ist wieder fucking dunkel. I can't see shit. Ne, das bin ich, der so Laufgeräusche macht. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein riesiger Mensch. Aber nicht. Bell Baku. Da gehen wir schwind hoch. Alter, ist das hier weiträumig, ey. Das schiebt doch kein Mensch. Vor allem ist es so dunkel. Wäre ich nicht mit dem Bogen bewaffnet, hätte ich ein großes Problem. Ey, da sieht es gut aus. Da hinten ist jemand und da auch. Oh je, oh je, lauf, 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 lauf. Nein, den Weg. Besser Rot, Jol, Hall. Mist, falsch. Besser Rot, Hass, Hall. Weiß gar nicht, mach ich gerade beide? Besser Rot, Jol, Hall. Na, wo ist er? Die meine ich. Da hinten. Brennen! Ach, du brennst immer noch. Gib mir dein ganzes Gold, Banditengesetzloser. Nichts. Nila. So, heute läuft's gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe nur noch 23 Pfeile.
down to daddy. What is it ever? Oh fuck. Nein! Liebe Kinder, und was lernen wir aus dieser Sache? Seid nicht zu gierig. Verdammte Scheiße. Ich habe jetzt mal geskippt. Es war sehr brutal und anstrengend. Für ihn und für mich. Ihr habt nichts verpasst. War unspektakulär. Heute fühle ich mich echt fit. Doch muss ich sagen, ich habe zwar gerade eben vorhin 2 Stunden geschlafen, also Powernap-mäßig, Mittagsschlaf, und war dann richtig am Arsch. Aber jetzt geht's irgendwie. Jetzt bin ich fit. So ein bisschen. Gucken, wie lange das anhält. Vor allem, wir haben bald keine Pfeile mehr. Na gut, nehmen wir mal die Stahlpfeile. Wir haben echt bald keine Pfeile mehr. Wir haben tausende Pfeile verschossen, hier. Der Seite. Vielleicht finden wir die wieder. Ah, da. Na gut. Ja, wir haben jetzt ein kleiner Speedrun hier, die Höhle. Die rotten wir aus. Fucking Legolas, ey. Wer will was, hä? Oh fuck. Gib mir meine Pfeile wieder. Wir speichern aber sicherheitshalber mal. Schon dunkel hier. Ich glaube nicht, dass ich ihn treffe. Sie es. Ja, ein paar Mal haben wir sie getroffen. Nicht nach dem Sch. Hallo! Ja, man kann ja Wasser nicht angreifen. Bisschen dumm. Und hoch komme ich jetzt auch nicht. Noch dümmer. Ja, kommt raus. Ihr habt mich doch eh schon alle gesehen. Es ist ein bisschen dumm. Es war jetzt nicht sneaky. What? Okay, was ist gerade passiert? Geld.
Na komm. Das Korundum Erz? Nee. Wo kommst du denn her? Oh, voll daneben. Und noch mehr daneben. Pack. Und das jetzt schon wieder. Fuck, ey. Besserot Jolhal. Nein. Besserot Hashal. Nila. Boah, direkt ins Auge. Ah, fuck, ey. Wo ist sie? Komm her. Versteckt sich hinter dem Baum, ne? Ja, schieß doch mit dem Pfeil. Ja, die Soundeffekte waren extra. Gehört nicht zum Spiel. Ich glaube, so langsam müssen das alle gewesen sein. Puh. Ich könnte ein bisschen Tageslicht gebrauchen. Belbokun. Ah gut, das bringt mir gar nichts. Boah, denen geht's gut. Denen geht's richtig gut. Schon wieder dieses etwas, wie ich das hasse. Ja, das kriege ich jetzt gerade nicht weg. Könnte man versuchen, wenn ich den Quick Load machen. Bis gleich. Todele. Weg ist es. Ja, das ist, ja, das ist ein Pfeil. Das war, das Menü von Mage VR. Irgendwie buggt es manchmal da unten und dann muss man irgendwie hier so ein Handgelenk umsuchen. Das war dann auch die Lösung des Tricks. Aber nun gut. Ja, Dekadent. Dekadent. Ein Riesenkäse. Mann, 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 geht's denn gut. Dennoch. Keine Peilung. Wo ich eigentlich lang muss. Nehmen wir mal. Gehen wir mal auf Nahkampf. Dass ich hier was sehe. Gehen wir einfach mal. Ah ne, ist der Weg. Der Weg, den wir fuhren, von dem wir kommen. Machen wir hier das noch an. Ja? Kommen wir von der Seite? Nee, du. Sowas von nicht. Oh, das sieht cool aus. Ja, wir gehen nachher noch den anderen Weg. Shit, ey. Ich sehe rein gar nichts. Wir müssen geduckt laufen. Vergesse ich immer. Was ist das für eine Riesenhöhle, mein Gott? Ist das schon die Questhöhle? Scheiße, hat mich entdeckt.
Auf jeden Fall viele. Viele, die hier wohnen. Tausende Pfeile fliegen an ihr vorbei und sie merkt rein gar nichts. Wollt ihr mit Fäusten gegen mich kämpfen? So ein Noob. Na gut, eigentlich war ich eher der Noob. Weil ich viel zu lang gebraucht habe. Na gut, das Gefühl ist nicht alles. Ach, treffen muss man. Aber die Kulisse. Eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Oh fuck, Alter! Wer ist er dort? Yol Hall. Wir werden Findes anfangen. Keine Spur von ihm. Shit. Na gut. Dann nochmal. Aber mit den richtigen Pfeilen. Voilà. So, und dann ist da noch einer. Joch, Alex. Oh, danke. Na, come at me, bro! Da, der hat geschlafen. Ich war ein bisschen zu laut. Der hat gute Ohren. Banditen rauf bald. Das war nicht der Boss. Oh, da hat er ein Fall ins Knie bekommen. Was für ein Riesenfass, Junge. Wie groß ist denn das Areal denn noch? Kann doch gar nicht sein. Schnell sie hier das ganze Imperium nieder. Dann haben die auch noch so viel Wein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Da hinten. Komm! Bogen gegen Bogen. Eins gegen eins. Gut, der letzte Schuss war für den Arsch. Aber so richtig guten Loot haben die halt nicht. Ist ein bisschen enttäuschend.
Aber der. Gerade wo ich sag. Na gut, sah nur so aus. Na gut, der vielleicht. Akademie-Schuhe. Irgendwann mal bin ich so reich. Und dann muss ich nicht mehr diese elendigen Pfeile looten. Leck mich. Okay, Tracking. Was willst du mir damit sagen? Ich entschuldige mich schon mal draußen für die Dunkelheit. Es ist... Alter. Es ist richtig dunkel, gebe ich offen zu. Boah, lebt er immer noch? Alter, was hast du? Alter, was haben die auf einmal? Haben die Gummibärensaft getrunken oder was? Mann. Das ein gutes Ende führt? Und den einen Gang haben wir ja übersprungen. Direkt in der Ass. Oder? Ja, so kann man auch sterben. Achso, wir haben ein Level Up, oder? Ah. Okay. Gott, ist das laut. Immer haben wir Gesundheit. Boah, Moment. Direkt am Wasserfall ist ein bisschen blöd. Da hört man ja sein eigenes Wort nicht mehr. Mal irgendwo kurz außerhalb, wo es ein bisschen ruhiger ist. Können wir ein bisschen verschnaufen. So. Zerstörung würde ich mal beidhändig machen. Wenn ihr beidhändig einen Zerstörungszauber wirkt, wird er mächtiger, was seine Effektivität und die Kosten erhöht. Ja, weil ich ja die ganze Zeit immer doppelt mache. Dann machen wir das gerade. Okay. Ja. Speichern wir. Okay. Dann gehen wir mal darauf. Vor allem enttäuschend, nicht eine einzige Truhe. Nicht eine einzige Truhe. Ist da jemand? Falscher Weg. Hallo, ich... Oh. Scheiße! Ich werde euch brennen sehen. Oje, viel zu viele. Das war... Oh, Alex, das war wieder... typisch Alex.
Na, gerade Linie. Puh. Noch einer? Nice. Halt mal Fass. Pelz liegen lassen. Ach, da ist eine Truhe, die leer ist. Danke, danke für nix. Dann nehmen wir euch wieder mit, meine tollen Pfeile. Und wieder richtige Bonzen. Bin mir gerade gar nicht sicher, ist es ob die Quest, die wir machen mussten, ist das unser Ziel gewesen, wo wir eigentlich hin wollten? Guck mal kurz in der Karte. Nee. Nee, ist eine andere Quest. Oder eine andere Höhle, besser gesagt. Scheiße. Gleich wieder. Immer schön ins Gesicht rein, ist meine Devise. Oh fuck, da habe ich wieder viel zu viel Scheiße mitgenommen. Ah. Was? Okay. Na gut. Immer mit. Na, ist das, glaube ich, nicht so wichtig. Oder warum denn jetzt? Speichern wir mal wieder. Und keine Fallen. Das ist auch merkwürdig. Normalerweise haben sie immer Fallen hier.
Ihr garstigen Banditen. Oh. Geht's da jetzt raus? Sehr komisch hier. Sehr suspekt. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Laufen aus. Ja, komm her. Ja, gut, Leute, das sieht halt überhaupt nicht elegant aus, ich weiß. Ich fuchtel da rum, Macht's besser. Vampire. Oh, gibt gut Geld. Ja, mit. Den Rest nicht. So nackt. Silbererz. Okay. Nix. Kochtopf. Okay. Okay. Ja, okay, was soll's. Mal gucken, ob das auch wieder den Weg zurückführt. Speicher nochmal. Okay, da gucken wir erstmal in der Karte. Nee, ich glaube, das ist wieder ein anderes. Na gut. Dann geht's trotzdem hier weiter. Boah, sieht das schön aus. Oh, das sieht spannend aus, vor allem. Okay. Let's ready for rumble! Ja, aber alle Male. Was? Gefangene? Das Drecksgelecke, ey. Mysteriös. Mysteriös. Und irgendwie häng ich. Corundum. Sehr viel Corundum. Aber ich glaube, wir haben jetzt mal genug Corundum. Seht ihr irgendetwas? Ich sehe nichts. Leute, es sieht so gut aus. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich richtig simpel, aber das Licht sieht so schön aus. Ach doch, das ist doch jemand.
so viele Kopfschüsse aushalten? Mein Gott, sowas von unrealistic. Stirbt doch direkt an Hirntod. Nein, jetzt ist sie auch noch nackt. Eisenbahn. Brauche ich Eisenbahn? Ich brauche Eisenbahn, glaube ich, zum Schmieden. Ja, natürlich brauche ich es zum Schmieden. Ich habe gerade nur überlegt, welche Komponente ich für meine Ausrüstung jetzt brauche zum Schmieden. Nicht allgemein zum Schmieden. Ist ja klar, dass ich Eisenbahn allgemein zum Schmieden brauche. Punkt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so eine riesige Höhle ist. Ich gehe einfach ins Dunkle rein. Ich laufe einfach und sehe nichts. Hallo? Das ist, glaube ich, eine versteckte Tür. Oder ziehen wir mal dran, oder? Und? Ah, das ist aufgegangen. Okay. Ist das vielleicht jetzt? Nee. Ich weiß nicht, soll man da lang oder soll man... Was? Oh Mann, das ist so verwirrend. Okay, ich höre auf jeden Fall jemanden. Oh man, Tracking. Ach toll, jetzt ist er weg. Da war mal ganz kurz verwirrt. Ich glaube, Pulli war doch nicht so eine gute Idee. Schwitzt schon wieder. Abnormal. Korund im Erz. Wachen sogar. Ist geil. Bald müsste ich wieder voll sein. Oh. Ja, auf die paar Münzen zichte ich jetzt mal. Stirb endlich! Aber immer noch nicht einen Chef gefunden.
Admiral Borkun. Wir sind verloren! Rückzug! Danke. Kiste. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt Omas an Dietrichen. Sind so rich. Korundumerz hole ich jetzt mal nicht. Wenn ich weiß, ich brauche Korundumerz, weiß ich ja, wo ich es finde. Ja, immer noch zurück und farmen. Das geht ja nicht weg. Aber... bevor ich jetzt Platz verschwende und dann gegebenenfalls gewissen Loot nicht aufsammeln kann, was immer das lieber. Da lang. Okay, Leute. Ich glaube, jetzt wird spannend. Habt ihr schon mal so ein Tor gesehen? Hinter so einem Tor verbirgt sich nichts Gutes. Die Bella? Kurz warten. Speichern. Als ob. Diesen Trick falle ich nicht mehr rein. Ihr seid alle zum Sterben verdammt. Mal gucken, welche Gottheit es ist. Okay, gar keine. Eine gut aussehende Gottheit scheinbar. Lehrling. Oh, noch mehr Korundumbarren. Oh, Goldbarren sogar. Richtig reich bin ich. Ladies, schreit zu einer Party. Schreit nach einer Party. Okay. Machen jetzt erstmal das Tor auf. Mal gespannt, was sich dahinter verbirgt. Okay. Meister. Puh. Okay. Meister, das speichern wir. Okay, let's rock. Okay, 68 Dietriche haben wir. Ich
hab's gleich. Nice. Wo sind wir? Ach, wir sind hier. Aha. Ja gut, dann können wir mal kurz den anderen Gang gehen. Durch die Tür habe ich wahrscheinlich übersehen. Kein Wunder, wenn ich immer im Dunkeln laufe. Gehen wir kurz einen anderen Weg, weil das wirklich, mich wirklich interessiert, was an dem anderen Weg ist. Nicht, dass wir da irgendwas vergessen. So, hier diesen Weg. Ach, das ist nur ein Rondell. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Bis gleich. Okay. Okay, wir sind jetzt wieder... hier bei der Schwester. Dann geht's wohl dahin. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt dann noch schnell, diese Höhle zu beenden, weil ich glaube, so viel kann eigentlich gar nicht mehr kommen. Ich bezweifle es. Wir haben immer noch keinen... Boah. Na, der kommt da mit Feuer. Ich bin der Feuermensch. What? Geil. Halt null Rüstung. Ah, wird verkauft. Oh, und was war das für eine Kapuze? Achso, nur die Novizenkapuze. Ah, Lehrlingskapuze. Was hab ich? Rotwardonen. Ach komm, zwei gibt es nur. Oh, die neu. Nicer Dicer. Hand. Dann nicht. Und du? Level up. Gut, das machen wir. Gehen auf Gesundheit wieder. Ich habe das Gefühl, ich möchte in Schleichen können wir auch investieren. Aber ich möchte eher in Schießkunst investieren. Weitschuss, das ist gut. Bogen und Armbrüste verursachen bis zu 40% zusätzlichen Schaden bei Zielen, die weiter als 50 Fuß entfernt sind. Der Schadensbonus steigt mit zunehmender Entfernung. Nächster Rang. Gegenangriffe mit einem Bogen oder einer Armbrust stößt zählt immer zurück. Bogen und Armbrüste verursachen 10 Sekunden lang bei diesem Ziel 40% zusätzlichen Schaden. Sehr gut, das machen wir, weil wir das ja sowieso die ganze Zeit nutzen. Machen wir das. Speichern noch schnell. Okay. Ja, der hätte jetzt Weitschuss echt was gebracht, wenn man trifft. Okay, Leute. Ich glaube, das ist das Finale. Hat er mich jetzt gesehen? Nein. Das ist das Finale. Das ist der Kaiser, ich sehe ihn. Der Kaiser der Banditen raufbolden. Oh, er hat mich fast gesehen. Gib mir ein bisschen Sicherheit. Und dann würde ich sagen, ich bin ein bisschen unfair.
und sage hier, enden wir die Episode. Und wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht, wie viele Versuche ich brauche, ob das ein Klacks wird oder ob das ein epischer Kampf wird, dann schaut beim nächsten Mal vorbei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles klar? Euer Enard Forbes. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.